Well, for the vast majority of patients, erectile dysfunction is not caused by performance anxiety. It's caused by narrowed arteries. That's right, the very same foods that lead to narrowed arteries in the heart. Meat, cheese, and so forth. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ankommen wird, wenn ich als Frau über so ein sensibles, männliches Thema rede. Aber mir ist super wichtig, dass ich das anspreche, weil es im speziellen Falle Leben retten kann, diese Informationen zu haben. Und ich wurde dazu inspiriert von einem aktuellen Podcast von dem Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin. Da ging es eben auch darum, dass Erektionsstörungen oftmals ja zumindest im Volksmund quasi etwas sind, was durch Stress hervorgerufen wird und durch zu viel Alkoholkonsum und durch Leistungsdruck, also dass man halt, ne, Lampenfieber hat quasi. Aber es hat damit in den meisten Fällen einfach nichts zu tun, sondern damit zu tun, dass man verengte Arterien hat, die zum Penis gehen. Und diese verengten Arterien sorgen dafür, dass der Blutfluss nicht mehr so stattfinden kann. Und ja, verengte Arterien, das wisst ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht, sind einfach die ersten Anzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist etwas, was oftmals einfach nicht beim Arzt besprochen wird, wenn Tabletten wie zum Beispiel Viagra verschrieben werden, sondern das wird einfach so, ja, quasi hingenommen, okay, der Mann hat da jetzt gerade ein Problem, dann helfen wir ihm mal ein bisschen nach. Aber worauf man wirklich sein Augenmerk legen sollte, ist diese Arterienverengung wieder rückgängig zu machen, weil diese Arterienverengung nicht nur in den Arterien, die zum Penis gehen, vorhanden ist, sondern auch in den Arterien um das Herz drumherum und in den Arterien, die zum Gehirn gehen. Und Männer mit Erektionsstörungen haben dementsprechend ein 60% höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall zu leiden bzw. auch zu sterben, weil das muss man ja einfach so sagen, der erste Schlaganfall oder der erste Herzinfarkt kann schon tödlich enden und gerade wenn du jemand bist, der Kinder und Familie hat, dann ist es nicht unbedingt etwas, was man will. Das Gute ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wir nicht einfach so ausgeliefert, sondern wir können wirklich aktiv etwas dagegen tun und diese Krankheiten, wenn sie denn schon da sind, wie das im Falle der Erektionsstörungen einfach der erste Vorbote davon ist, das Ganze auch wieder rückgängig machen, indem wir unseren Lebensstil ändern. Und dafür müssen wir an kleinen Stellschrauben rumdrehen und diese kleinen Stellschrauben sind, dass wir eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung annehmen, die fettarm ist. Wir sollten uns moderat bewegen, wir sollten aufhören zu rauchen und uns ein bisschen um Stressmanagement kümmern. Und was bedeutet das jetzt genau im Punkt Ernährung? Das bedeutet viel Getreide, viele Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen und so ein Kram. Viel Früchte, viel Gemüse, wenig bis gar kein Öl und wenig bis gar keine Tierprodukte, also Fleisch, Milchprodukte und Eier. Aber wie wichtig es dir ist, gesund zu sein und funktionsfähig zu sein, das entscheidest du selbst. Viele Leute sagen ja, ach, Herzinfarkt, Schlaganfall, kriege ich schon nicht, gar kein Problem. Aber wenn es um das beste Stück geht, dann ist es ja vielleicht doch ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, man kann dieses Problem auf ganz natürliche Art und Weise lösen und auch innerhalb von kürzester Zeit. Ich lasse jetzt nochmal kurz den Arzt reden, gib diesem Video einen Daumen hoch, teile das Video und ich wünsche dir viel Spaß beim Sex. Oh yeah. Well, for the vast majority of patients, erectile dysfunction is not caused by performance anxiety. It's caused by narrowed arteries. That's right, the very same foods that lead to narrowed arteries in the heart, meat, cheese, and so forth. Well, they do the same thing in the arteries to a man's private parts. The cholesterol and saturated fat in these food products narrow the arteries throughout the body, and that means that ED might be the least of your problems. So swap that limp sausage for a carrot, and you'll be good to go. When it comes to ED, it's not you. It's meat.